Moin moin, ich bin's, euer Flappy. Ich habe ein Rätsel für euch. Was ist flüssiger als Wasser? Da ihr sicherlich nicht drauf kommen werdet, löse ich das mal auf. Mein Stuhlgang nach der Müllermilch-Challenge, denn da war viel zu flüssig. Man kann schon sagen überflüssig. Also nach der Müllermilch-Challenge, nachdem ich das Video beendet habe, musste ich mich noch ein weiteres Mal kräftig übergeben. Es kam teilweise noch was aus der Nase raus. Also eine sehr eklige Sache. Und das war es doch nicht gewesen. So ein oder zwei Stunden später hatte ich kräftige Bauchschmerzen bekommen. Ich bin aufs Klo gegangen und dann ging es los mit der Dünnscheißerei. Ich bin doch gerade rechtzeitig aufs Klo gekommen, denn es kam so dünn raus, dass ich das später gar nicht mehr kontrollieren konnte. Ich saß wirklich die halbe Nacht auf dem Klo und habe mir die Seele aus dem Leib geschissen. Nach zwei Stunden war ich eigentlich schon so entkräftet gewesen, dass ich eigentlich nur noch ins Bett wollte und mich hinlegen wollte. Aber der Körper hat noch weiter Dünnschiss produziert, sodass ich da wirklich die halbe Nacht drauf war. Also bis 2 oder 3 Uhr morgens war ich da wirklich drauf und hab mir die Seele aus dem Leib geschissen. Ja, das kommt davon, wenn man 2 Liter Müllermilch wegäxt. Also eine Warnung an alle, die die Challenge auch noch machen wollen. Macht das bloß nicht. Es sei denn, ihr wollt die halbe Nacht auf dem Klo verbringen. Am Tag danach ging es mir auch noch relativ tief schlecht, also ich habe den ganzen Tag sozusagen verschlafen gehabt und seit heute geht es mir irgendwie wieder besser, aber durch die ganze Dünnscheißerei, die ich da hatte, hat sich mein Hintern so entzündet, dass wenn ich jetzt ein bisschen härter im Stuhlgang habe, dass mein Hintern wirklich richtig schmerzt. Und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage so anhalten, also das wird ein großer Spaß für mich. Also wie dem auch sei, macht die Müllermilch-Challenge nicht nach. Auch nicht die, die ich nominiert habe. So. Das war mal ein kleines Aufklärungsvideo von der Müllermilch-Challenge. Irgendwann mal kommt mal wieder ein weiteres Video, ich weiß noch nicht wann. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.